Ja, hi Leute, ich stehe gerade auf meiner zukünftigen Terrasse und im heutigen Video werde ich zusammen mit euch hier Holz verlegen. Und wenn ihr auch schon was vorhabt oder vielleicht sogar schon Holz für sowas gekauft habt, solltet ihr auf jeden Fall dranbleiben, denn der eine oder andere Tipp ist mit Sicherheit auch dabei. Jetzt viel Spaß beim Video. Im ersten Schritt muss die Unterkonstruktion gebaut werden. Hierbei ist es wichtig, dass keines der Hölzer der Unterkonstruktion einen direkten Kontakt zur Balkonfläche hat, um die Trittschalldämmung zu gewährleisten. Deswegen habe ich an verschiedenen Stellen Aussparungen vorgenommen, damit eben kein Kontakt zum Balkon besteht. Der einzige Kontakt, der zum Balkon bestehen sollte, sind über diese Pads. Und die Pads werden in etwa in Abständen von 50 cm verlegt. Am Rand sollten die Hölzer auch keinen Kontakt zum Balkon haben. Sollten die Bretter der Unterkonstruktion nicht für die komplette Länge des Balkons reichen und müssen gestoßen werden, dann müssen sie, wie bei mir im Beispiel, miteinander verbunden werden. Hierfür können, wie ich es zum Beispiel gemacht habe, einfach Reststücke verwendet werden. Ich wollte am Balkon eine schöne Umrandung, eine schöne Einfassung haben und bevor ich die eigentliche Fläche verlegt habe, habe ich einmal ringsherum diese Umrandung zugeschnitten und verlegt. Leider war die Umrandung an manchen Stellen etwas schwieriger herzustellen, aber im Endeffekt hat es doch gut geklappt. Alle verwendeten Schrauben, egal ob für Unterkonstruktion oder Belag, sollten rostfreie VA-Schrauben sein, damit man auch schön lange was von seinem Balkon bzw. Terrasse hat. Da bei meinem Balkon Wannen verwendet wurden, um die darunter liegende Terrasse vor Wasser zu schützen, musste ich mir an der einen oder anderen Stelle etwas für die Unterkonstruktion einfallen lassen. Aber wie fast immer gibt es für jedes Problem eine Lösung. Für die beiden verleibten Hölzer kam wasserfester D3-Leim zum Einsatz. Der Abstand der einzelnen Bretter sollte in etwa 7 mm betragen. Um das Ganze besser einhalten zu können, habe ich mir an der Kreissäge 7 mm Streifen geschnitten und mache die quasi jedes Mal zwischen die Bretter rein. Dadurch erhält man immer einen schönen gleichmäßigen Abstand. Thank you.
Bei manchen Brettern kommt es vor, so wie bei dem hier, dass eine Biegung drin hat. Wenn ihr sowas habt, müsst ihr einfach schauen, dass ihr vor dem Schrauben das Brett zurechtdrückt, dann die Schrauben reinschraubt, damit ihr insgesamt schön gerade bleibt. Was ihr auch machen solltet, ihr solltet hin und wieder mal messen, wie eure Abstände noch zum Ende der Terrasse sind und gegebenenfalls das Ganze ein bisschen korrigieren, damit ihr auf die Dauer nicht irgendwie schief kommt und am Schluss eine ungerade Leiste einbauen müsst. Deswegen immer ab und zu mal messen, ob das noch alles passt. Wenn nicht, ein bisschen ausrichten und dann kommt ihr bis zum Schluss auch schön gerade hin und könnt eine schöne Abschlussleiste machen. Ist man dann fertig, kann man sich über seinen neuen Balkon bzw. seine neue Terrasse freuen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ihr habt ein paar nützliche Tipps mitnehmen können. Wenn dem so ist, teilt das Video, abonniert meinen Kanal und vergesst nicht, die Glocke zu aktivieren, damit ihr immer auf dem Laufenden seid, wenn es was Neues von mir gibt. Dann macht's gut, bis zum nächsten Video. Ciao.